Ich kann jetzt schon einmal übrigens. Der Standardberg aus ist ganz schön geschrumpft, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir sind ja nur zu zweit drin. Stimmt. Meine Kamera hat keinen Bock zu fokussieren einfach. Was ist das? Keine Ahnung. Ich hab zuerst auf das so Kerzen oder Deko. Hab ich auch gemeint. Nein, vielleicht uns. Das ist cool. Schau mal, wir haben es wieder geschafft, dass wir einen See gefunden haben. Alter, es ist so schön. Vor allem die Bäume da. Da müssen wir noch einen See finden. Als ob da auch wieder Weg geht. Wo ist unser Pausenplatz jetzt? Im Felsvorsprung. Das Holz drin. Sollen wir da Sorgen machen? Ja. Mach mit. Wo gehen wir jetzt so genau entlang? Es schaut halt echt aus. Es schaut so unrealistisch aus. Schon, ja. Irgendwie. Und ich glaube, da hinten ist sogar noch Nebel. Ja, da hinten, da ganz hinten, ich weiß nicht, ich komme noch nicht näher hin, glaube ich. Aber da ganz hinten, du siehst so die Berg verschwinden und hast aber unten noch Nebel dabei. Ich kann aber versichern, da kommen noch einige gute Fotospots. Ich vermisse trotzdem mein GoPro. Jo. Hörst du die Sirene einfach? Ja. Oh mein Gott. Vor allem siehst du einfach da oben, ja. Wo gehen wir jetzt da, gell? Da ist gerade ein Stau runtergeflogen und ich hab Angst, gell? Nur, dass das weißt, unter Rucksack macht's nicht besser. Irgendwie, mit welchem Fußball wieder zu haben. Ich weiß nicht, wie das angeht, oder? Da musst du hinten Felsen einsteigen. Da ist unser Stufen direkt zu stehen. Hast du es gesehen? Ja. Das da herunten? Ja, da vorne. Ich hätte genau darüber die 10 cm hingestiegen. Wir müssen da zurück auch wieder. Das Ding ist, das an sich ist ja gar nicht so schlimm. Es geht gar nicht so weit runter. Das Problem ist ja, dass es da noch weiter runter geht. Ich pack dann gleich meine Kamera rein. Ich bin mit Kamera da aufgekommen. Ich weiß. Easy. Da ist der Gipfel, da ist der Grimming. Schaut irgendwie cool aus. Jo, das ist Gipfel gerade. Hier mal die Haufe. Nachdem wir mal was getrunken haben und ihr Foto vom Grimming da drin gemacht haben. Ich geh da jetzt auch durch. Ich bin schön angenehm kühl. Auch ja. Oh, das ist wirklich angenehm kühl. Ich glaube, ich bleib da drinnen. Man sieht mich halt kein einziges Mal in dem Video bisher. Hallo, ich bin auch da. Du merkst, sobald du auf den Stall gehst, es wird warm. Oh, warte, ich will noch ein bisschen da bleiben. Es ist so angenehm. Das ist jetzt das Gipfelbuch. Wow. Ach du. Ja, du sagst es. Ach du Heilige. Die Steuern sind ja noch geiler. 1823 Meter. 1800, okay. Wieso schreibe ich eigentlich? Was soll ich denn nicht schreiben? Weiß ich nicht. Nur was dazu? Irgendein deppertes Zitat brauchen wir noch, das ist unsere Tradition. Wir machen ein bisschen auf Fabio Wittmer, okay? So. Gelecktes mache ich, glaube ich, nicht mehr. Ja, gelecktes mache ich, glaube ich, nicht mehr. Extra schick geschrieben, nämlich. So, das ist nochmal eine schöne Aufnahme. Ja, ihr das lesen kann. Wie viel Wasser hast du noch? Insgesamt jetzt? Das. Das ist mehr als ich habe. Ich habe das Gefühl, unsere Wasservorräte gehen zur Neige. Das ist alles, was ich habe. Ich muss jetzt selber die Wand wieder runter, gell? Ja. Ich will nicht. Ich hab nichts zum Hinstellen. Da ist absolut nichts. Kaum ist die Kamera eingeschaltet, stößt die Depper da. Ja, was der das war, das, wo ich mir das Knie angehaut habe. Stimmt.
Warte, das wird lustig, wenn du da gehst. Einfach das Knie angehauen und habe mich nicht bewegt. Es wird lustig, wenn ich da runtergehe. Über das habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach das Gegenteil davon gemacht, was du gemacht hast, glaube ich. Aber ich habe es auch nicht gescheit gesehen von da hinten, von der Kurve. Es hat so einfach ausgeschaut. Ich würde es eigentlich nicht machen jetzt. Aber ich muss. Ja, ich mache das jetzt, okay? Da ist keine Stufen, gell? Jemand eigentlich leid? Nein, zum Glück nicht. Jetzt kommt wer. Ja, sing. Jetzt schon da mehrere zu. Ja. Sofern es die gleichen Tritt wie ich gehst, geht es schnell aus. Schon weil ich mach das nie mehr. Die Stimmung ist gerade nice irgendwie. Oh, es ist so schön da einfach. Ich ging jetzt zu dem anderen Teich da, gell? Ich finde es schön, dass wir zwei komplett verschiedene Wege gegangen sind. Gut. Ja, genau. Boah, die Bäume schauen so geil aus. Vor allem, sie sind schon so schön herbstlich auf der einen Seite, aber auch noch sommerlich auf der anderen. Also es ist wirklich ein hübscher Tümpel. Ja. Leine springen, schwimmen. trauriger Tümpel. Schön, man sieht dich auf der Kamera nicht, aber du bist am Baum. Vorher waren wir einfach gleich hoch. What the fuck? Der ist halt an uns vorbeigeflogen eigentlich vorher. Ach du! Ha, Fuß geschafft. 10 von 10 wieder. Okay. Also ich würde sagen. Ja, das auch. Also ich würde sagen 9 von 10, aber nur weil ich mich richtig angeschissen habe teilweise. Es ist so schlimm, ist eh generell nicht. Aber ich habe mich halt ein bisschen angeschissen, weil ich das erste Mal mit war und so. Und die mich nicht auskennt haben. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, wo zum Fick bringt die mich gerade hin? Aber es ist eigentlich voll schön. Ja. Da ist ein Brunnen! Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Brunnen! Oha! Oh, da ist alles dabei einfach. Ich glaube, da ist ein Kletterstein irgendwo. Das ist so schön. Ich glaube, das ist bis zur Kamera. Was ich jetzt hier mache. Warte, ich bin fertig. Da rennt halt links von meiner Kamera einfach raus, gell? Da dabei rennt es einfach raus von der Seite. Frisches Bergwasser. Immer gut. Immer das Beste. Ih, da ist ein Spinnennetz. Aber wir sind wieder im Auto. Beim Auto. Ich hab's geschafft. Ohne gröbere Verletzungen. Ohne gröbere Verletzungen. Ja, kann man so sagen. Ich würde zuerst so sagen, ohne Verletzungen, dann sind uns die. Ist mir die Knie wieder eingefallen? Mir die Knie? Ja. Ist mir auch eingefallen, ja. Mit Edges. Ja. Meistens so nach dem Wandern. Naja.